Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Corporate Learning Sprint zum Thema Machine Learning und Corporate Learning. Wir freuen uns sehr, dass wir quasi das Gesicht der SAP zum Thema Corporate Learning bei uns haben, nämlich Thomas Jennewein, der uns heute in das Thema einführt. Wir beschäftigen uns ja in unseren Lernkonzepten schon sehr lange mit der Themenstellung, wie man über Lernpartnerschaften soziales Lernen fördern kann. Und so nach und nach ergibt sich jetzt so aus meiner Sicht die Möglichkeit, die Lernpartnerschaften über menschliche Lernpartnerschaften hinaus auch auf Computer auszudehnen, also so im Sinne Lernpartner-Computer. Und deswegen bin ich jetzt hochgespannt, was es für Möglichkeiten gibt, mit Machine Learning diesen Ansatz des kollaborativen Lernens, der Lernpartnerschaften quasi auszudehnen und das Corporate Learning noch effizienter zu machen. Eine Bitte an alle, bitte schaltet euer Mikrofon aus, wenn ihr keine Frage zu stellen habt, damit wir die Hintergrundgeräusche aus eurem Großraumbüro oder aus der Straße nebenan dann nicht so deutlich mitbekommen. Okay, dann steigen wir sofort ein. Bitte nutzt auch die Möglichkeit, dann in der Diskussion anschließend eure Fragen einzubringen, sodass wir alle möglichst viel aus unserer Diskussion mitnehmen können. Thomas, dann fang bitte an. Okay, danke, Werner. Ja, hallo zusammen. Ja, vielleicht sage ich gerade ein, zwei Worte zu mir. Thomas Jennewein, bin bei der SAP im Education-Bereich, Training und Enablement genannt. Wir kümmern uns um hauptsächlich externe Schulungen, Kunden und Partner. Ich bin so seit 20 Jahren schon dabei, auch lang intern in der Personalentwicklung, im Produktmanagement. Durfte da das Thema schon von ganz allen möglichen Seiten anschauen, was super ist, ne, weil ich das Thema sehr spannend finde. Weiterbildung, und klar, beim Software-Technologiehaus in der SAP beschäftigen uns natürlich Werner, ihr hört mich, ich wurde gerade gemutet. Jetzt müsst ihr mich wieder hören, oder? Ich höre dich. Okay, alles klar, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz was zu den Zielen. Also wir wollten so ein gemeinsames Grundverständnis für Machine Learning und KI schaffen. Sehr high level, also mehr Details findet ihr auch auf der Seite. Auch, ich habe einen längeren Artikel geschrieben, da sind auch noch mal viel weiterführende Links. Da gibt es auch tolle MOOCs, sogar von Stanford und so, wo man sich wirklich schön einarbeiten kann in das Thema. Eben nach einem kurzen Input würde ich gerne eben ja, mit euch diskutieren, welche Möglichkeiten und Use Cases es gibt, jetzt Machine Learning speziell in der Weiterbildung einzusetzen, was für einen Impact das hat. Wir haben schon ein bisschen Input gekriegt, ich glaube 4, 5, auch per E-Mail habe ich was bekommen, 4, 5 in den Foren, die habe ich da reinkopiert, da können nicht alle, 1, 2 sind heute dabei, das ist natürlich super. Und na, freue ich mich auch über alle anderen Diskussionsbeiträge und dann auch eben speziell natürlich auch auf die ersten Erfahrungen, die mit der doch relativ neuen Technologie jetzt im Bildungsbereich, die ihr da gemacht habt. Genau, also das war's zu den Zielen. Jetzt, genau, Aufgaben zur Vorbereitung, genau nochmal kurz zum Recap. Also ich weiß nicht, ob jeder Zeit hatte, die Artikel zu lesen. Reflektieren können wir jetzt auch zusammen, ne, welche Use Cases in eurem Umfeld gibt und speziell einen Erfahrungsaustausch zu machen. Auch auf die zwei letzten Punkte gehen wir am Ende nochmal ein. Also wie können wir das Thema allgemein vielleicht auch weiterentwickeln, also allgemein in der Learning Community oder auch jeder für sich. So, vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund, was ist Machine Learning überhaupt? Ist so einer der Treiber der künstlichen Intelligenz, so eine allgemeine Definition ist, dass hier Computer und Software lernen eben von Daten, ohne explizit programmiert zu werden. Und die Maschinen oder die Software, die erkennt eben Text, Bilder, Audio, also versteht, lest, hört und kann auch interagieren.
Frage ist natürlich, warum jetzt? Das Thema ist es eigentlich nicht wirklich neu. Also gab es auch schon vor vielen Jahren. Man kann es auch so ein, also hat viele Überschneidungen, zum Beispiel zum Thema Statistik, Analytics, ja, Data Crawling, Data Science ist ja so ein Modebegriff, was es hochkommt. Die Frage ist jetzt eben, warum ist es jetzt so ein Thema? Also einmal, weil wir eben viele Daten haben, jetzt durch Netzwerke, also menschliche Netzwerke, aber vor allem eben Internet der Dinge, also Sensoren, unter anderem eben von Maschinen, von Geräten, die wir verarbeiten können. Die Hardware ist extrem verbessert, also hauptsächlich von NVIDIA sind da wegweisend, das ist eigentlich ein Hersteller von Gaming-Technologie und mit ihren Grafikprozessoren. Und da kann eben speziell das Deep Learning viel besser verarbeitet werden oder besser wie eben wie früher. Das ist an sich auch nichts Neues, aber da die drei Themen zusammenkommen, hat es eben einige Fortschritte gegeben. Deep Learning ist im Endeffekt so eine Art Modellierung von ja, neuronalen Netzwerken. Und genau. Modelliert im Endeffekt das Gehirn. Wir sehen vielleicht auch ein bisschen, ne, so als Beispiel, wie die Verbesserung ist. Hier zum Beispiel von Bilderkennung, was ein Bestandteil ist. Und da sehen wir, dass doch 2012 war die Genauigkeit jetzt vielleicht bei 75% bei Bilderkennung. Und inzwischen ist die doch um einiges besser. Also geht immer weiter Richtung 100%. Wir können das auch sehen, natürlich hier, wenn wir ein paar Entschuldigung, Beispiele sehen. Ja. wir sehen den Bildschirm nicht mehr. Wir sehen, irgendjemand hat sich da eingeloggt. Also ich sehe nur noch die Bilder, leider keine Präsentation mehr. Oh, danke. Hat mich irgendjemand abgeschossen? Ich gehe nochmal rein. Danke für die Rückmeldung. Seht ihr es jetzt? Nein, ja, jetzt da ist es wieder. Jetzt ist da. Habt ihr als letztes das Bild hier gesehen? Nee, ich habe als letztes das erste gesehen eigentlich. Okay, gut, dann genau, das war einfach nochmal das Bild hier, weil was zeigt, wie. Bitte geht alle auf Mute, damit wir uns alle konzentrieren können. Als Mann speziell ist für mich Double Tasking echt schwierig, leider. Also wäre super, danke. Genau, also hier sehen wir zum Beispiel, wie gut die Bilderkennung zugenommen hat, ne, in den letzten Jahren. Das war das Bild. Und jetzt vielleicht nochmal ein paar Beispiele. Ne? Also es ist exemplarisch. Ne? Kann man, wie schnell könnt ihr jetzt gruppieren? Das ist jetzt ein Deep Learning Training Set zum Beispiel. Ne? Ist es ein Chihuahua oder ein Muffin? Ist es ein Hund oder ein Bagel? Ist es ein Hund oder ein Mob? Die Beispiele fand ich ganz lustig. Das kann eben eine Maschine, wenn die gut trainiert ist, natürlich in Millisekunden. Und vielleicht hier auch nochmal daher ein paar ganz allgemeine Use Cases. Wovon reden wir da jetzt, wenn wir von Machine Learning konkret reden, also allgemein reden von den Use Cases? Es geht um Kategorisierung und ja, Katalogisierung von Informationen, wie Transaktionen, ne, Bilder, Menschen und so weiter. Ein Grundthema ist immer die Vorhersage aufgrund von erkannten Mustern. Klar, wenn ich ein Muster erkannt habe, kann ich natürlich zukünftige Stati dann voraussagen und vielleicht ja, Handlung vorschlagen. Ich kann natürlich auch spezielle Muster identifizieren. Es gibt verschiedene Arten des maschinellen Lernens, also je nach Daten, aber auch nach Ziel. Genau, und das sind so allgemein die ganz allgemeinen Use Cases, ne, was man eben oft sieht. Da komme ich gleich dazu. Vielleicht auch nochmal ein Schaubild, was ich hilfreich fand, wo gezeigt wird, wo es Sinn macht und wo es eben weniger Sinn macht. Ne? Also im Endeffekt macht Machine Learning immer da Sinn, wo ich komplexe Regeln habe und ein großes Daten- und Problemausmaß. Wenn ich jetzt natürlich die Regeln, wenn die relativ
einfach sind und ich nur ganz wenige Daten habe, dann ist es eine einfache Aufgabe. Dann kann ich entweder manuell oder regelbasiert auch was machen. Regelbasiert ist einfach traditionelle Softwareentwicklung, dass ich eben aufgrund von Algorithmen hier Entscheidungen treffe. Es werden auch verschiedene Begriffe in dem Bereich herum. Also eins, was auch so in die Richtung geht, ist Robotic Process Automation. Das ist daher nochmal ganz kurz eine Abgrenzung gegen Machine Learning. Also Robotic Process Automation oder Desktop Automation, das ist immer am Prozess. Da geht es um Handeln und regelbasiert. Also jetzt fährt irgendein Prozess automatisch in einem System auszuführen. Bei Machine Learning geht es immer um Daten, eben dass aufgrund von Daten gelernt wird. Also Analogie ist hier eher die Kognition, das Denken und der Ansatz sind hier eben statistische Modelle. Bitte nochmal die Frage, könnt ihr bitte auf Mute alle gehen? Also irgendwo hört man viele Diskussionen im Hintergrund. Ja, super. Genau, und viele von uns, die trainieren Machine Learning Modelle täglich. Die großen Plattformen, ne, auch unter GAFA bekannt, die nutzen das alle. Also Amazon zum Beispiel für die Produktbewerbung, für die Recommendations, Instagram natürlich auch und Facebook für Empfehlungen neuer Accounts zum Beispiel. Netflix auch ganz bekannt natürlich, auch für Empfehlungen. Da geht es teilweise sogar so weit, dass die auch innerhalb von Serien daran arbeiten, hier dynamische Verläufe praktisch zu entwickeln. Genau, und wir nutzen es eigentlich auch in Spamfiltern, digitalen Assistenten, also viel im privaten Umfeld. Also ich habe jetzt nicht so einen digitalen Spion bei mir stehen, aber viele, die ich kenne, die benutzen eben zum Beispiel Alexa für die Lichtsteuerung, fürs Einkaufen, was auch immer. Ein ganz gängiger Use Case ist auch Predictive Maintenance natürlich, also vorausschauende Wartung von großen Maschinen, Turbinen, Energieanlagen. Das ist auch schon relativ weit fortgeschritten und macht natürlich absolut Sinn. Personalbereich haben wir einige Anwendungsbereiche, hier nur mal ein paar. In der Auswahl sicher Psychometrie, Bias-Analyse, ne, sind Stellen zum Beispiel auch entsprechend alle Geschlechter entsprechend ausgeschrieben, auch von der Sprache her, dann vielleicht auch ein Matching, Job-Matching, wenn ich sehr viele Bewerbungen kriege, kann das helfen. Onboarding natürlich auch über Assistenten, Chatbots bei Learning, da kommen wir nachher noch dazu. Zielsetzungen sicher auch über Chatbots ist auch schon möglich oder auch über Empfehlungen. Bei Nachfolgeplanung, was wir jetzt intern zum Beispiel machen, weiß ich bei den Kollegen im Personalbereich, die arbeiten so Flight Risk Prediktor, also die schauen zum Beispiel, welche Muster haben Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen, also was gibt es da an statistischen Mustern und habe ich da praktisch irgendwie vielleicht sogar ein Frühwarnzeichen für Manager, dass sie da irgendwie drauf gucken können. Natürlich auch das Thema Coaching oder Beratung und in allen so Standardprozessen, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten zur Automatisierung beim Service-Ticketing, eventuell auch durch andere Benutzerschnittstellen, genau im Core-HR, also für Payroll zum Beispiel, für die Mitarbeiterbetreuung und so weiter. Die Anwendung von Machine Learning im Learning-Bereich habe ich mal versucht, nach 10-20-70 zu strukturieren. Also wir können sicher das Formelle lernen. Also da gibt es mögliche Use Cases, administrative Aufgaben automatisieren natürlich. Onboarding habe ich schon genannt, Empfehlungen, zeige ich noch ein Beispiel. Auch adaptives Lernen, also dass ich nach meinem Vorwissen und nach meinen Vorlieben eben lerne. Ist vom Ansatz eigentlich auch nichts Neues. Also kenne ich jetzt auch schon seit 20 Jahren oder so. Aber hier haben wir eben jetzt weitaus effektivere Modelle und neue Möglichkeiten, sowas jetzt ohne einen Monster-Riesenaufwand zu machen. Auch im sozialen Lernen. Also Entschuldigung, Thomas, deine Präsentation ist wieder ganz klein in der Ecke, nur zur Information. Meine Folie? Ja. Okay. Komisch, also ich habe nichts gemacht.
Bei mir stimmt alles. Es ja, ist ganze also Bildschirm. Bei mir ist auch okay. Das ist eine individuelle Einstellung. Einfach draufklicken. Okay. Alles klar. Okay, dann mache ich einfach weiter. Danke. Oder? Ne? Ich mache einfach weiter. Ich kann Empfehlungen, kann ich natürlich auch, also die personalisierte Empfehlung, die Idee kann ich auch für soziales Lernen anwenden, dass mir Peers, dass mir Experten empfohlen werden, also keine Inhalte, sondern Menschen, dass die Moderation von Communities unterstützt wird, speziell die Kuratierung, was kann man hier nochmal als eigenen Bereich herausgreifen, gerade beim Formellen, also gerade bei Community generierten Inhalten und die haben wir natürlich immer mehr jetzt innerhalb von der Firma schon, aber natürlich erst recht außerhalb von der Firma. Ja. Coaching und Mentoring per Bot sind auch Themen, wo es schon speziell jetzt von Startups auch schon Beispiele gibt. On the Job, auch Neudeutsch Performance Support unter anderem, da gibt es auch Assistenten natürlich, die mich anleiten. Eventuell mit weiteren Ressourcen die Fragen beantworten, die vielleicht dann sogar Aufgaben ausführen. Zeige ich nachher noch ein Beispiel. Genau, Beispiele komme ich jetzt zu ein paar. Was wir jetzt gebaut haben, oder ich glaube, das ist gerade noch auch in der Pilotisierung, ist ein Advisor für Kundenschulungen. Wir haben mehrere tausend Schulungen, also Produktschulungen haben wir eigentlich unser komplettes Portfolio in verschiedenen Release-Graden. Das ist natürlich nicht mehr ganz so super übersichtlich. Klar arbeiten wir da an der Suche, an sogenannten Learning Journeys, also so Lernpfade haben, die das schön abbilden. Aber wir versuchen das auch über so einen Learning Advisor, der mich berät, über so einen Chatbot abzubilden oder halt da unseren Stakeholdern zu helfen, ob es Mitarbeiter, Partner oder Kunden sind. Ein anderes Ding, wo wir jetzt schon seit 2 Jahren im Einsatz haben, also vor 2 Jahren ungefähr war das Projekt angefangen und wurde jetzt in unterschiedlichen Communities eingesetzt, ist At The Bot. Das ist praktisch ein Chatbot, was im Enterprise Social Network von unseren Lerncommunities läuft. Das sind relativ große Communities mit Tausenden von Teilnehmern. Und der Bot beantwortet im Endeffekt die wiederkehrenden Fragen. Ne? Der ist halt darauf trainiert, mit sogenannten Intent-Matching. Ich glaube, der hat inzwischen 14 Intents im Welcome Learning Room. Das ist so der Onboarding, die Onboarding-Community für alle neue Lerner. Da sind so 20.000, 30.000 Leute drin, allein da drin. Und da helfen wir eben den Trainern, die Communities moderieren, die wiederkehrenden Fragen. Ja, automatisch und vor allem, was so als eins der Hauptbenefits gesehen wird, immer sofort zu beantworten. Ne? Der arbeitet eben dann mit den Daten, die er bekommt. Ich sieht mir hier ein bisschen, kann das dann liken oder als beste Antwort bestätigen und dadurch verbessert er sich. Ich glaube, ich habe jetzt keine Folien dazu, ich wollte jetzt nicht zu den ganzen Beispielen super ins Detail gehen. Da habe ich auch Links hinterlegt dann am Ende, aber ich glaube, dann haben wir von 70% jetzt auf über 90% in der Genauigkeit jetzt verbessert, beziehungsweise teilweise verbessert er sich natürlich selbst nach der initialen Lernphase. Und da haben wir eben, wie gesagt, ein Intent-Matching-Modell dahinter, also Intentionen, also die Menschen haben wir beschrieben und eben verschiedene Antwortalternativen dafür formuliert und inzwischen ist das jetzt eben automatisch. Ein anderes Beispiel ist automatische Übersetzung, Machine Translation. Haben wir jetzt auch schon, glaube ich, über ein Jahr im Einsatz bei unseren OpenSAP-Kursen. Das wird für alle interessant und die sind kostenfrei. Das ist zum Beispiel einer jetzt zu Machine Learning. Wir haben auch welche zu Design Thinking, alles Mögliche. Also jetzt nicht nur so SAP-Themen. Das ist eben so ein klassischer XMOOC. Da haben wir das Transkript, wird automatisch übersetzt, eben in 4 Sprachen. Jetzt hier zum Beispiel das Englische in Deutsch und da kann ich jetzt zum Beispiel die Untertitel in Deutsch automatisch ansehen. Ne? Und speziell jetzt natürlich, jetzt, wenn man viel Inhalte produziert, die OpenSAP MOOCs machen wir auch nur in einer Sprache, in Englisch,
die meisten. Ich habe sogar schon mal einen in Deutsch gemacht, letztes Jahr. Aber das ist natürlich die Übersetzung ist sehr viel Aufwand. Da ist das natürlich auch absolute, ja, auf der einen Seite Einsparung, wo wir es gar nicht mehr in mehreren Sprachen machen. Auf der anderen Seite ist es einfach eine bessere Lernerfahrung für den Lerner, dass er jetzt eben jetzt in Portugiesisch, in Chinesisch eben die Untertitel ansehen kann. Und jetzt nicht nur in Englisch. Genau, also Machine Translation, also weiten wir auch aus auf andere Themen. Interessant finde ich zum Beispiel, wo wir gerade dran arbeiten, ist das live-virtuelle Klassenzimmer. Da geht es nochmal einen Schritt weiter. Also hier wird das Transkript übersetzt und dort wird dann zuerst die Sprache transkribiert automatisch, also Natural Language Processing dahinter. Und dann wird die Sprache, die transkribierte wird übersetzt. Ne? Daher, da habe ich Live-Übersetzung. Ist natürlich nochmal ein Schritt komplexer, aber ist auch spannend. Also gerade jetzt, wenn ich global Sachen rausrollen will oder globale Schulung halten will, ist das natürlich spannend. Dann reicht in Anführungszeichen eben ein englischer Trainer, der vielleicht dann je nach Zeitzone natürlich in den Zeitzonen, wo es eben Sinn macht, eben Schulung hält oder Webinare durchführt. Genau, ein Klassiker von Machine Learning sind Recommendations. Hier ein Beispiel eben vom LMS. Wird gerade mit so einer Co-Innovation-Phase mit Kunden. Also hier geht es eben darum, dass wir aufgrund der Ähnlichkeit von Lernern Inhalte vorschlagen, also was ähnliche Leute gelernt haben, was meine Interessen sind oder ähnlich zu dem, was ich gebookmarkt habe. Also so die People Like Me Metapher steckt da so dahinter. Ist eigentlich immer nur so gut, wie der Inhalt ist. Also das kennen wir aber auch von Amazon, von den Empfehlungen. Eine Eigenentwicklung, die wir gerade durchführen, finde ich ganz spannend, was der Kollege Lars Sato macht, der kann heute leider nicht dabei sein, ist so eine Mobile Learning App, wo wir zum Beispiel SAP-Beratern helfen, sich vorzubereiten auf neue Zertifizierungen. Da haben wir eine App eben mit drei Bestandteilen. Also ich kann lernen, also Tutorials, kurze. Ich kann so einen Selbsterfolgscheck machen über ein Quiz und ich kann Fragen stellen. Und da haben wir wieder Add the Bot dahinter, der dann aber nochmal auf spezielle Intents des Curriculums da trainiert ist. Da beantwortet dann eben Fragen, kann aber auch an Lernzeiten erinnern und ja eben lernförderliche Dialoge anstoßen. Ist auch gerade, ich meine, das sowas ist natürlich immer wichtig, ne, dass man das nah am Nutzer, mit Nutzern mitentwickelt, jetzt nicht im Elfenbeinturm, Passwort agil und so. Und da sind wir jetzt auch gerade in der Evaluierungsphase, also machen eben Nutzerstudien und User Research, wie es so schön neudeutsch heißt, damit das eben auch ja, den Erwartungen der Nutzer entspricht bzw. passt. Ein bekanntes Tool, denke, was vielleicht auch der eine oder andere nutzt, witzigerweise auch einige bei der SAP, in so einem Softwareladen wie bei uns, da haben wir ja immer einen ganzen Zoo voller Tools, eigene von Microsoft, hier auch eine Slack-Integration. Wir haben so ein Bot-Integration-Framework, wo man sowas dann in bestehende Tools reinpflanzen kann, wo ich dann zum Beispiel meine monatlichen Ziele in so einem kontinuierlichen Performance-Management, manche haben vielleicht noch jährliche Ziele, ist natürlich immer die Frage, wo das überhaupt noch Sinn macht, sowas dann zum Beispiel über so ein Chatbot zu machen. Genau, wo geht es so hin? Ist eben die sicher das Thema Performance Support, das Embedded, also die Einbettung, also eine Technologie, die wir da nutzen. Sehen wir im App-Beispiel ist Sub Copilot, also so wie so ein Siri, nur für so Enterprise-Applikationen. So die einfachen Ansätze sind natürlich, dass ich jetzt nicht mehr die vielleicht doch komplizierten Klickwege wissen muss, sondern ich sage einfach dem Chatbot per Sprache. Sprache ist immer noch schwieriger natürlich wie Text, was ich machen will. Also ich will irgendwas anlegen, ich will was kaufen, also irgendeine Order anlegen, ich will Urlaub buchen oder so. Ne? Ich will irgendeinen Report sehen, ich will einen Prozess sehen. Das ist der Sub-Copilot. Also für einige, vor allem einfache Use Cases, funktioniert er auch schon ganz gut. Und ich meine, das ist natürlich auch ein großer Einfluss für das Thema Lernen.
Also jetzt gerade im IT-Kontext ist auch viel End-User-Training und Dokumentation. Also in der Zukunft brauchen wir das vielleicht nur noch teilweise oder nicht mehr, also vielleicht eher auf einem anderen Level. Weil wenn ich jetzt der Software sage, im besten Fall bei einer einfachen Transaktion, hier mache diesen das, muss ich ja nicht mehr wissen, wie, wo jetzt vielleicht die Menüs versteckt sind oder wie der Prozess genau aussieht. Also da dauert sicher noch, ne? Ist sicher am Anfang. Anderes Beispiel ist hier Onboarding. Das ist natürlich auch ein sinnvoller Anwendungsfall, dass wenn ich neu bin in einer Firma, dass mich hier so ein digitaler Assistenten durch Prozesse führt, ob es die Day One Checklist ist oder jetzt alle Sachen, die ich bestellen muss, um einen Arbeitsplatz einzurichten und so weiter. Ne? Da werden dann verschiedene Prozesse eben angestoßen und geht natürlich aber auch ins Lernen, also dass ich mich vielleicht vernetze in der Community mit meinen Peers und austausche. Also das ist auch was, wo gerade im daran gearbeitet wird, wo ich auch schon die ersten Apps gesehen habe. Ja, ich meine, jetzt nochmal ein bisschen metamäßig, ich bin jetzt nicht so auf die Details eingegangen, aber ich denke, haben wir heute auch keine Zeit. Wie macht man jetzt sowas? Also bei Interesse, ich habe hinten noch ein paar Links oder auch in den Artikeln, da sind nochmal da ein paar Tipps gegeben, wie kann man so ein Projekt durchführen, wie fängt man überhaupt an? Ich habe bisschen angelehnt an so das automatisierte Fahren. Da gibt es so die 5 Stufen, das autonome Fahren. Ich denke, das kann man auf unserem Bereich sicher auch anwenden. Ist jetzt noch nicht perfekt, aber es gibt sicher sehr einfache Machine Learning-Ansätze. Ne? Das ist jetzt einfach ein bisschen schlaueres an Beantworten von Fragen ist, wo ich jetzt eben bestehendes automatisiere, ein bisschen ein schöneres User-Interface habe für zum Beispiel für Fragen. Onboarding sicher auch, ist teilweise vielleicht sogar noch regelbasiert teilweise. Dann Empfehlungen ist dann ein bisschen komplexer, hängt natürlich auch immer vom Inhalt ab und wie gut dann die Modelle trainiert werden, ist natürlich essentiell. Also ich denke, das ist natürlich immer was auf Firmen zukommt in der Einführungsphase. Es gibt schon vortrainierte Modelle, was Software mit ausliefern kann. Die meisten muss ich trotzdem nochmal auf meinen Kontext trainieren, also mit meinen Daten. Chatbots ist auch in Anführungszeichen einfach, obwohl es doch noch nicht so viele schlaue Chatbots gibt, aber ist sicher auch was dann je nach Komplexität der Prozesse dann natürlich komplexer wird. Was noch komplexer wird Richtung Self-Drive ist sicher Natural Language Generation, also dass automatisiert Inhalte vielleicht erstellt werden. Oder dass dann noch mehr individuell auf mich eingegangen wird in so einem individuellen Lerner-Coaching. Ne? Und da gibt es jetzt eben, gibt es sicher noch viele andere Use Cases. Ich habe mal versucht, so eine Map aufzuzeigen. Also das Thema Kuratierung ist sicher noch ein großes Thema, wo KI heute schon hilft mit ein paar Apps. Also jetzt Deutsche kenne ich nicht so viele, eher aus dem Ausland. Aber auch Social Learning, ne? Wie eben vorhin erwähnt. Bevor wir in eine Diskussion kommen, ich bin jetzt eigentlich fast durch mit meinem Input, vielleicht nochmal so ein Resümee. Also ich habe mich jetzt so vor 2 Jahren angefangen, mich mit zu beschäftigen. Habe zuerst mal 1-2 MOOCs durchgemacht. Das ist ja ganz hilfreich, einfach doch mal ein bisschen formell reinzuschauen, was sind die Grundlagen, was man sieht. Also es wird viel über das Thema diskutiert, immer mehr. Ups. Jetzt hat irgendjemand eine Folie aufgemacht und warte mal, ich share nochmal. Irgendjemand die Kontrolle übernommen. Warte mal. So, ihr müsstet wieder die Folie sehen. Genau, ich sehe noch wenig Adoption im Markt, speziell jetzt, wenn es um wirklich eigene Ansätze, eigene Chatbots zum Beispiel geht, eigene Entwicklungen. Wenn, dann wird es oft natürlich schon Teil von der Lösung benutzt, teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Also im privaten Bereich nutzen wir Machine Learning, denke ich, würde mal sagen, zum Großteil auch eher sogar unbewusst. Jetzt bei so Learning Experience Plattformen, was so ein Trendthema ist, Performance Support und so, das sind Themen, da ist es teilweise einfach mit eingebaut. Immer wenn es um Vorschläge, Recommendations geht, dann ist da meistens sowas dahinter. Man sieht natürlich, dass viele Startups Machine Learning nutzen, jetzt wenn sie einzelne Apps bauen, natürlich als Teil ihrer Lösung. Na, Google hat ja früher lang Mobile First als so Paradigma
Inzwischen haben die KI First, also auch der Google Feed natürlich basiert auf KI. Google Translate wurde extrem entschlackt und ist natürlich maschinelles Lernen dahinter. Teilweise auch die etablierten Anbieter natürlich nutzen Machine Learning, ne, auch wie wir jetzt zum Beispiel und andere natürlich. Meine Tipps sind natürlich wie immer jetzt nicht nur auf Konferenzen zu rennen und viel Schulung zu machen, sondern einfach ausprobieren, was in eurem Kontext Sinn macht. Also Buzzword Minimum Viable Product, also lieber ein kleiner Use Case mit einem Thema, was mir irgendwie weiterhilft, wo ich was lerne, jetzt einen großen Blueprint zu schreiben. Corporate Learning ist auch ein gutes Experimentierfeld. Also wir hatten das vor 2 Jahren gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserer Community viele Daten. Falls ihr ein LMS oder irgendwas habt, CMS, ESN, dann Enterprise Social Network, da habt ihr auch viele Daten drin. Also es ist natürlich auch für Leute, die das Thema lernen wollen, irgendwelche Ingenieure bei euch vielleicht natürlich ein tolles Experimentierfeld, damit Skills aufgebaut werden können, nicht nur für die Learning Function. Das ist auch nichts Neues, muss man immer natürlich dran denken. Der Use Case muss irgendeinen Mehrwert bringen, also jetzt nicht nur technologiefokussiert. Also wir haben uns jetzt auf Fragen beantworten in der Community fokussiert. Es gibt vielleicht didaktisch gesehen spannendere Themen. Das Thema Coaching und so finde ich eigentlich spannender, aber das bringt jetzt noch nicht so einen Mehrwert zuerst und ist auch noch eigentlich zu komplex, um damit gleich anzufangen. Natürlich, ich finde es immer spannend, jetzt nicht nur zu automatisieren, sondern auch zu schauen, wie können wir die Lernerfahrung, ne, English Learning Experience der Lerner verbessern, mit so neuen Ansätzen. Und ein wichtiges Thema natürlich, das wird oft in der so Silicon Valley Mentalität ausgeklammert, wenn ihr Ray Kurzweil und seine Jünger die Publikation anseht, eine Singularity University, da ist es teilweise sogar extrem scary, finde ich. Die klammern das voll aus und reden von Neurodoping und Gehirnschnittstellen. Ich finde, dass wenn man wirklich dann ein paar Schritte weiter geht, jetzt weg von jetzt so ganz einfachen Use Cases, so Level 1, dann sollte man die Ethik und den Sinn sollte man immer reflektieren. Also zum Beispiel habe ich jetzt erst ein Beispiel gesehen, wo irgendein großer MOOC-Plattformanbieter also automatisierte E-Learning automatisiert erstellt. Na, da haben wir so von einem Computer gesprochenes E-Learning formell, was wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, wie die ganzen bestehenden Blättermaschinen, die wir teilweise im E-Learning haben. Das ist eigentlich die Frage, ob das wirklich Sinn macht und ein nützlicher Use Case ist für einen Einsatz von so einer Technologie. Ne? Also Sinn ist immer auch wichtig. Genau, hier sind noch ein paar Links. Also ich habe einen Artikel geschrieben, einige hier weiter noch zitiert, die ich ganz hilfreich finde. Das habe ich jetzt vergessen noch, das Thema Future of Work, Future of Jobs wird immer noch diskutiert. Da gibt es auch ein paar spannende Studien, aber die habe ich im Artikel zitiert. Da sind auch ein paar MOOCs dabei, jetzt auch von Enterprise Deep Learning with TensorFlow, so ein Google-Tool, wenn man mal ausprobieren will. Auch hier ein Chatbot-Tutorial habe ich verlinkt. Der Kollege Lars, der bei uns der Projektleiter ist für das Thema, der hat hier auch nochmal, der hat einen schönen Artikel geschrieben zum Thema und aber auch hier nochmal Tools verlinkt, auch einige Open Source, falls ihr mal ausprobieren wollt. Ich habe auch früher mal rumgeschaut auf Facebook Messenger, da laufen viele Bots, leider die meisten total unintelligent. Es gibt ein paar, die sind cool, wie Mathe-Maschine, ne, für Hausaufgaben, da gibt es eine Mathe-Aufgabe rein. Lösung kommt raus, Lösungsweg ist dann halt nicht so transparent, aber oder Duolingo, ein Chatbot für Sprachen lernen. Also es gibt schon ein paar echt schöne Beispiele oder man probiert es einfach selbst, ne, mit einer von den Tools. Recast ist was wir übernommen haben. Da gibt es auch schöne Tutorials, die nichts kosten, wenn man einfach mal ausprobieren will. Wie baut man so einen Chatbot auf? Wie trainiert man dann so ein Intent-Modell und so weiter? Genau, falls ihr Lust habt, ich würde mich freuen, wenn wir uns weiter dazu austauschen, auch im Rahmen vielleicht von der Blogparade mit euren Erfahrungen, was ihr denkt oder was ihr umsetzt schon in dem Kontext. Ich denke, es ist ein spannendes Thema. Jetzt kommen wir ganz kurz
zur Diskussion, was ich nochmal, bevor wir eintauchen, ganz kurz machen würde. Wir hatten ein, zwei Inputs gekriegt, auch per Chat und per E-Mail, die jetzt heute nicht teilnehmen können. Da würde ich ganz gern ganz kurz drauf eingehen und dann können wir einfach diskutieren. Ne? Also der Herr Walter vom DFKI hat Input geschickt. DFKI übrigens super spannend, gerade EdTech DFKI, das ist so der Forschungsbereich für Educational Technologies. Die probieren da echt sehr spannende Sachen aus. DFKI kennt ihr vielleicht, Deutsche Forschungsgesellschaft für Künstliche Intelligenz. Der Christoph Igel ist da auch der Leiter vom Institut. Der ist da auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs, kann ich nur empfehlen. Die machen spannende Sachen, ne, gerade zum adaptiven Lernen. Er hat noch Unterschieden zwischen starker und schwacher KI. Ich denke, das wird auch oft in der Presse natürlich diskutiert. Also eigentlich gibt es bis jetzt eher schwache KI, was ich jetzt auch gezeigt habe, unter Machine Learning, die starke KI. Also wirklich Intelligenz. Ich finde, das der Begriff Intelligenz, der ist eh schwierig. Gibt es viele, viele, viele Definitionen, ist immer sehr vermenschlicht. Also das finde ich ein bisschen schwierig, aber so schwingen dann schnell Science-Fiction-Gedanken wie HAL oder was es auch für echt spannende Filme gab, die sich da immer interessant mit auseinandersetzen. Die starke KI, die gibt es auf jeden Fall halt noch nicht. Ne? Das ist ebenfalls auch wichtig, wenn man das Thema angeht, dass man nicht die Erwartung zu hoch setzt. Ne? Genau, also falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch da mal umsehen unter dem EdTech-Bereich. Ich werde ihn vielleicht fragen, weil jetzt leider keine Zeit hatte heute und der Igel ist nicht im Hause derzeit, dass wir vielleicht nochmal eine Folgeveranstaltung machen. Oder ihr könnt ihn einfach kontaktieren. Der Nico kommt gleich dazu. Vielleicht nochmal, bevor wir vielleicht fragen. Ah, super. Hey Nico, hi. Hallo. Dann würde ich einfach an dich übergeben. Willst du mal schildern, was so deine Erfahrungen sind? Wenn du willst, kannst du auch was teilen. Ja, genau. Also ich kann ja erstmal was sagen und wenn dann Bedarf ist, auch noch was teilen. Super. Also letztlich kann ich dir absolut zustimmen, dass auch ich die Erfahrung gemacht habe, in den verschiedenen Projekten eher so noch diese schwache künstliche Intelligenz der zu begegnen. Und in den Projekten so ist aber immer sehr viel Potenzial zu erkennen, was mit Machine Learning noch passieren könnte. Also wir haben zum Beispiel hier diese drei Use Cases, die habe ich mal mit eingebracht. Das erste ist ein Chatbot, den PwC einsetzt, um Bewerber beim Recruiting-Prozess zu unterstützen. Also da stellt man irgendwie eine Frage, was soll ich anziehen zum Bewerbungsgespräch und bekommt dann eine Rückmeldung. Und der ist auch in Facebook integriert, wie du das gerade schon beschrieben hast. Und man kann jetzt natürlich, und der ist noch nicht so schlau, ne? der bezieht sich auf Entscheidungsheuristiken, die schon vorgefertigt sind. Aber wenn der jetzt beispielsweise Daten sammelt über Präferenzen von Bewerbern, ne, ob die dann auch tatsächlich genommen wurden, dann lässt sich dadurch auch ein sehr, sehr mächtiges und cooles Tool entwickeln, aus dem die Bewerber dann einen richtigen Mehrwert ziehen können. Ich hatte auch jetzt vor kurzem auf einer Veranstaltung gesehen, eine App, die heißt Ivy, das geht jetzt so ein bisschen aus dem Learning-Bereich oder ist so eine Schnittstelle zwischen Learning und Recruiting vielleicht. Da macht man so Minigames und auf Basis dieser Minigames und den Erfahrungen von Bewerbern, wie sie dann nachher untergekommen sind, bekommen sie Vorschläge, was mögliche zukünftige Berufsgruppen sein könnten, die spannend sind für die User. Fand ich auch cool. Genau. Der zweite große Bereich, den du ja auch schon genannt hast, sind halt Lernplattformen. Und da haben wir bei PwC auch schon eine Lernplattform im Einsatz. Da kann man so Playlisten erstellen, kann die auch teilen. Dahinter hängt so ein Learning Record Store, in dem ganz, ganz viele Daten gesammelt werden. Ne? Wie lange ist ein User auf einem Item drauf? Hat er lieber Videos angeschaut, Podcasts gehört? Und auf dieser Basis könnten jetzt natürlich automatische Empfehlungen gegeben werden, ist aber noch nicht der Fall, auch wegen Hürden wie Betriebsrat zum Beispiel. Also da sind die US-Kollegen schon deutlich weiter, können da viel, viel mehr mit den Daten anfangen, was ja vielleicht auch gut ist, dass wir da noch vorsichtig sind. Also das ist Thema Ethik, was du auch eben angesprochen hast.
Und der dritte Aspekt für mich ist das so der stärkste Punkt, weil ich bei diesen Lernplattform-Empfehlungen auch immer dran denken muss, okay, dann bekomme ich halt diese Empfehlung, aber wie kommt das dann im Moment of Need? Und dafür ist die Antwort für mich Performance Support. Da haben wir so ein Pilotprojekt gemacht, in dem wir eine Augmented Reality App für Supermarktmitarbeiter entwickelt haben. Also das ist noch ganz, ganz in der Pilotphase und wirklich nur ein Prototyp bisher. Und das Ziel ist eben, zusätzliche Informationen zu Obst und Gemüse zu bekommen. Also die Mitarbeiter sollen befähigt werden, mehr zu den Themen zu erzählen, den Kunden, aber auch zu wissen, ne, wie sie dann die Karotte lagern oder ob der Apfel, den sie da auslegen, jetzt noch gut ist oder vielleicht wegsortiert werden muss, was auch eine ganz starke finanzielle Auswirkung hatte oder hat. Und sie bekommen eben dann so ein Layer mit einem Dashboard mit den wichtigsten Infos angezeigt. Und zukünftig könnte man zum Beispiel einfach mit dem iPhone drüber swipen oder vielleicht sogar mit einer Brille den Apfel angucken und kriegt dann direkt die Info, ist der noch gut oder kann der schon weg? So, das wäre eine KI-Unterstützung, direkt Performance-Support. Wobei da sich wiederum die Frage stellt, vielleicht auch ein guter Diskussionsanstoß, ist das dann noch Learning oder ist das dann nur Prozessunterstützung? Ja, die Grenzen wollen wir teilweise eh aufheben. Ne? Die Frage ist, brauchen wir überall formelles Lernen oder können wir nicht im Moment of Need im Kontext unterstützen? Klar, ist aber für alle natürlich ein bisschen eine Challenge, weil wir haben die Organisationen, die Skills, die haben wir bis jetzt halt anders aufgebaut und da ist immer schwierig, ne? Wer ist dann verantwortlich für so einen digitalen Assistenten zum Beispiel? Macht es nur die IT, ist eigentlich auch gefährlich, ne? Dann wird es vielleicht nur technisch, wird es nicht so menschenzentriert eingesetzt. Ja, wir hatten, also mit dieser AR-App haben wir dann auch ganz spannende Erfahrungen gemacht, weil irgendwann sind dann die Verkaufsleiter oder Regionalleiter Obst und Gemüse da auch drauf aufmerksam geworden und haben gesagt, ey, lasst uns das doch für Kunden einfach direkt anbieten. Mhm. Und da wird jetzt aber, ne, dann ist die Unternehmenspolitik jetzt interessant, weil es ist ja eigentlich ein Learning-Projekt, ne, aber die Technologie hilft eigentlich allen. Und wie schafft man das jetzt, auch einen Vorteil für alle rauszuziehen aus diesen Erkenntnissen? Man muss das eben großfunktional aufsetzen, aber es sagt sich so einfach, ne? Das ist ja die Frage, genau. Wer treibt das dann, ne? Das ist bei Performance Support, glaube ich, allgemein, ob das jetzt in einem System ist oder hier so eine App. Aber spannend, ja, cool. Danke. Ich weiß, hat irgendjemand Fragen an Nico? Oder an mich soweit? Oder soll ich noch ein, zwei Beispiele habe ich noch? Ja, kurze Frage. Entschuldigung. Ja? Ja, eine Frage hätte ich auch noch. Ich bin neugierig, wie sich Machine Learning beim Matching von Lernenden anbietet. Also, dass man zum Beispiel schwache und starke Lernende in eine Gruppe zusammensetzt und die was diskutieren lässt, aber man muss natürlich erstmal erkennen, wie weit sind die Teilnehmer, was bringen die mit und wie kann man so eine Lerngruppe möglichst optimal zusammenstellen. Gibt es da schon Anwendungen? Also ich kenne Anwendungen, die Kollegen konnten heute leider nicht, die habe ich auch angetriggert, von Tandemploy kenne ich jetzt als Beispiel, die machen Matching-Algorithmen für Mentoring, was so ein bisschen in die Richtung geht, ne? Wie kann ich Mentoren und Mentees zusammenbringen, also mir praktisch einen optimalen Vorschlag von einem Mentor geben, wäre halt dann wahrscheinlich eher 1:1, keine Lerngruppe, was dann mehrere Leute sind. Also hängt wahrscheinlich dann eben alles mit den Daten zusammen, die ich zur Verfügung habe, wie ich das trainiere, aber ich kenne jetzt noch keine Applikation, aber macht sicher Sinn, wenn ich eben eine große Anzahl habe an Menschen, ne? Dass es nicht so einfach per Hand gemacht wird. Ich meine, wo es schon gibt, ist im Recruiting, was eigentlich immer dann Sinn macht, beziehungsweise nur Sinn macht, wenn ich jetzt viele Bewerbungen habe, dann muss ich natürlich gucken, habe ich keinen Bias in den Daten, dass das Trainingsset jetzt vielleicht schon Verzerrungen hat. Das ist so der Klassiker. Ich habe nur viele Männer mit Ingenieursausbildung. Das ist dann eben das Modell, was erfolgsversprechend ist für einen Job. Solche Muster muss ich natürlich checken, aber da gibt es Matching schon viel, ne? Und bei Mentoring. Aber jetzt bei Lerngruppen sagt mir jetzt ad hoc nicht, aber why not, ja.
Es gibt zum Beispiel aus dem schulischen Kontext, wo man zum Beispiel einen kurzen Testfrage stellt und die Leute, die besonders nah an der richtigen Antwort waren, mit Leuten zusammensetzt, die besonders weit weg von der richtigen Antwort waren und die müssen sich dann gegenseitig überzeugen oder sowas. Aber Matching für bestehende Stellen macht natürlich auch Sinn. Ich vermute fast, für dieses einfache testbasierte Matching braucht man vielleicht keine komplizierte KI oder kein Machine Learning. Ja, das stimmt da, ja. Kurze Frage zu dieser Unterscheidung zwischen Performance Support und Lernen. Wie seht ihr das? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Wort buchstabiere auf dem Internet und ich werde sofort korrigiert, das heißt so und so, ich buchstabiere es falsch, ich werde sofort korrigiert. Macht es Sinn, überhaupt zu unterscheiden? Oder wie seht ihr das? Also für mich ist das genau Performance Support. Da gibt es auch verschiedene Level, ne? Von externen, extrinsischen Performance Support, was für ein Job-Aid ist, was ich mir ausdrucken kann. Und dann ist es, und je näher das vielleicht in die Aufgabe, in den Task integriert ist, jetzt mit so Unterstrichen zum Beispiel, oder noch weiter geht es, vielleicht ich habe einen Controller oder ich habe ein Head-Over-Display, was mir in jedem Kontext was einblendet. Ich meine, klar, das ist, kannst du nicht mehr unterscheiden. Das ist dann eben Lernen bei Bedarf. Ist halt nicht, was vielleicht manche klassischen Trainingsabteilungen als ihr Business sehen, weil das eben kein formelles Training ist. Ne? Aber Wissensvermittlung ist es trotzdem. Ja, wobei ich würde an der Stelle als sozusagen Frau des Lernens einhaken und sagen, wenn es um wirklich Lernen geht, sind wir ja immer bemüht, also gerade als Learning Designer, stecken wir ziemlich viel Mühe und Hirnschmalz in die Frage, wie schaffen wir es tatsächlich, ein Lernen stattfinden zu lassen und nicht nur, dass da eine Information vorbeirauscht. Und das wäre für mich durchaus ein mögliches Unterscheidungskriterium zwischen Performance Support und wirklich Lernanwendung, dass die Lernanwendung noch versucht, nicht nur dem Menschen zu sagen, so wird es richtig geschrieben, sondern auch dafür zu sorgen, dass er das mitnimmt und nicht nur stumpf sozusagen dann halt richtig schreibt und es im nächsten Moment schon wieder vergessen hat. Das stimmt, genau. Also Unterscheidung zwischen Kompetenz und vielleicht Wissensinformationsvermittlung oder so. Wo man auf der anderen Seite wahrscheinlich immer gucken muss, ne, wo wird mit wirklich Learning-Ansätzen rangegangen und eigentlich ist es nur eine pure Informationsvermittlung. Also es wäre jetzt am Beispiel Produkttraining, brauche ich vielleicht gar nicht. Da reicht mir dann Performance-Support, ne? Aber stimme ich absolut zu, ja. Es ist ja auch so ein cooles Beispiel eigentlich, der Taschenrechner, den es schon recht lange gibt, ist ja eigentlich auch ein Performance-Support-Tool. Und da gab es ja auch Diskussionen so, ich weiß auch noch, als ich klein war in der Schule, dass dann meine Großeltern gesagt haben, wir mussten noch alles im Kopf rechnen, so nach dem Motto. Und im Prinzip ist es ja eine ähnliche Diskussion, die wir da führen. Ja. Wollen wir mal weitermachen? Wir haben noch 2-3 Inputs, wenn das okay ist. Dann die würde ich gerade nochmal gern angehen. Dann haben wir nochmal 1-2 weitere Fragen oder vielleicht noch weitere von euch. Also eins war von einer SAP-Kollegin, die ist aber im internen Hire, macht da Weiterbildung von Personalern. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text vor, die ist irgendwie neu, hat erst studiert und ihr Punkt ist, ich denke, so, das schreiben wir alle, ne? Es gibt immer neue Herausforderungen in der Weiterbildung, mehr Personalisierung, regelmäßiges Lernen und sie hofft eben, dass hier künstliche Intelligenz helfen kann. Was sie ausprobiert hat, ist ein Karrierecoach. Das ist natürlich auch nochmal so ein Mittelding zwischen Lernen und, keine Ahnung, was ist es, Personalentwicklung. Also der kann Machine Learning einsetzen, der kann vielleicht auch regelbasiert sein, der hat hier auf individuellen Präferenzen eben Stellenangebote empfohlen. Ne? Also ist eigentlich gar nicht uninteressant, stimmt, das ist nicht nur im externen Recruiting, das kann eigentlich auch intern helfen, wenn jetzt Mitarbeiter ja nicht so happy mehr sind oder sich weiterentwickeln wollen. Ich weiß zufällig von Wolfgang, unserem Chief Learning Officer, so eins der, also in SAP intern, eine der Herausforderungen ist bei uns, wir haben eher viel zu viel Lerninhalte, also formell im LMS, aber auch dann in den ganzen sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, das haben viele, gerade große Firmen, die Challenge ist eher so die Kuratierung auf Neudeutsch. Ne? Also wie kriege ich jetzt, wenn ich einen Bedarf habe, dann die richtigen Inhalte? Und da arbeiten die gerade intern auch an, also im Endeffekt geht es auch wieder um Empfehlungen, aber es ist jetzt nicht nur in einem LMS eben. Was sonst noch was? Warte mal.
Ina Dreyer hat noch ins Forum geschrieben, also sie haben noch keine Erfahrungen, aber sie wollen auch ein Bot mit Lernempfehlungen anbieten. Ich denke, Bots hört man oft, das ist einfach ein gängiger Use Case, das vielleicht einfacher ist wie manche andere. Ja, welche konkreten Erfahrungen habt ihr noch? Ist da jemand im Call, der vielleicht nochmal was schildern kann, was ihr schon gemacht habt? Ich finde es immer spannend. Es gibt da nicht den Silver Bullet, kommt immer natürlich auf den Kontext an, auf die Zielgruppe und was jetzt irgendwie Sinn macht. Das sei in so einer Softwarefirma anders wie vielleicht in einem Beratungs- oder Produktionsunternehmen. Ist hier irgendjemand, der was teilen will noch? Ich weiß, ein paar andere Firmen, von denen habe ich schon gehört, dass sie auch was machen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit QuickDraw. QuickDraw with Google. Es ist vor allem beim Tutoring mit Kindern. Und ich bekomme sehr gute Feedbacks von mehreren Kindern. Das hilft ihnen, durch dieses Feedback, das sie immer wieder bekommen von der Maschine, besser zu zeichnen, aber auch neue Wörter kennenzulernen, wenn sie etwas anderes zeichnen, was die Maschine gerade nicht will. Und dadurch eigentlich das Zeichnen und das Lernen von Wörtern nach verschiedenen Sprachen, oder, zu lernen. Das ist ein guter Punkt, ne? Sprachen lernen, da gibt es tolle Applikationen, teilweise sogar auch so freemium-mäßig. Also ich kenne es Duolingo, es gibt aber auch andere noch natürlich, die auch so individuelle Vorschläge, Chatbot-Technologie nutzen. Das QuickDraw hört sich auch interessant an. Ja, das ist ein guter Punkt. Auch in der Schule oder an der Uni gibt es auch noch Use Cases, gibt es auch ein paar Fallstudien. Also dass man Studenten betreut bei der Einschreibung, es ist eher so Admin, aber auch, ist da immer Frage, aber irgendwie ja klar, die Prozesse gibt es eben, also automatisiertes Grading wird auch oft genannt noch. Also spannend. Es gibt ein Tool im Selbstlernen, Anki heißt das, was eigentlich sehr populär ist und dann auch mit Algorithmen immer wieder Empfehlungen macht. Das ist ein Open-Source-Karteikarten-Tool, also einfach okay. So, man trägt Sachen ein und es fragt einen ab. Es gibt eine ziemlich große Community, sogar mit Plugins, die sie dann selber entwickeln und so. Und Leute, die wirklich 10.000 Karten drin haben, also Anki heißt das. Okay. Und das macht dieses Spaced Repetition Learning und merkt sich halt, welche Karten lernt man schneller, welche weniger schnell und erinnert einen dann halt nach einigen Zeiträumen daran, diese eine Karte zu wiederholen oder nicht. Spannend finde ich die Übertragung natürlich, inwiefern lässt sich mit Machine Learning halt auch so ein Recall testen, also sozusagen nach Abschluss der Maßnahme nochmal nachfragen, was habt ihr jetzt behalten oder nach 3-4 Monaten, was ist da nochmal hängen geblieben? Da bin ich auch neugierig, was es da gibt, aber diese Anki-Sache hängt natürlich davon ab, dass man die App dann selber öffnet und das dann auch macht. Also wir machen das so Learning Reinforcement, aber das ist dann vor einer Zertifizierung. Das war der Bot, den ich vorhin gezeigt habe in so einem Mobile App, der eben nach Selbstlernkontrolle und Tutorials nochmal mir hilft bei Fragen. Habe ich es richtig geschrieben, Anki, gerade für das Protokoll und Google QuickDraw für euch, die gerade Input gegeben haben? Ja, Anki stimmt, ja. Okay, cool, danke. Ja, sehr gut. Okay, danke. Okay, sonst noch jemand im Call? Input, welche Erfahrungen habt ihr? Also mit Ada, dieses Health Companion, auch sehr, sehr gute Erfahrungen. Eine sehr effiziente Weise, um irgendwie sich selber oder auch anderen zu helfen. Was ist eigentlich das Problem, das ich habe, Gesundheitsproblem? Und durch eben sehr viele Fragen, dass die Maschine stellt, ziemlich schnell herausfinden, welche Wahrscheinlichkeit es gibt, dass man dieses oder jenes Problem hat. Ja, absolut cool, cooler Punkt, weil ich denke, Gesundheitswesen wird neben Mobilität wahrscheinlich und okay, Banking, naja, wohl, ich glaube, das ist fast Nummer 2 an, vielleicht noch Commerce, aber Nummer 2, 3 im Bereich Machine Learning, wo viel investiert wird. Ja, das spannend, stimmt. Ada, ist es richtig geschrieben? Ada? Ja, das ist völlig richtig. Okay, cool, danke. Gerade für die keine Zeit hatten heute dann fürs Protokoll. Gut, also vielleicht gucken wir dann, wenn es keine anderen Inputs gibt. Die Frage ist natürlich, vielleicht könnt ihr es auch mitnehmen als kleine Gedankenstütze, als Hausaufgabe, falls ihr noch keine konkreten Erfahrungen gemacht habt.
könnt ihr vielleicht reflektieren, wie ihr diese Hands-on machen könnt. Also na, am besten einfach irgendwas ausprobieren, Lernprojekt, noch besser natürlich ein konkretes Projekt, vielleicht auch mit einem Businessbereich bei euch, die da Interesse haben. Ne? Wir sind ja Methodenspezialisten, die den Lernprozess natürlich super begleiten können. Ob es jetzt über Design Thinking Projekt ist oder was auch immer. Auch mit Inputs besorgen oder Events organisieren. Ich denke, das ist sicher eine spannende Challenge. Ich denke, wir haben auch einfach losgelegt mit dem MVP und haben eben, wie ihr gesehen habt, es gibt jetzt nicht den einzelnen Use Case, der super ist. Es gibt eben viele kleine und es, denke ich, macht immer meistens Sinn, dass man einfach ausprobiert. Vielleicht auch nochmal eine Frage in der Runde. Ne? Vielleicht habt ihr nochmal Ideen, wie man das Thema eben weiterentwickeln kann. Also wenn jemand Lust hat, einen Blog zu schreiben zu den Erfahrungen, fände ich super. Also einfach das Thema noch weiterzuentwickeln, jetzt auch im Learning-Bereich. Ich denke, ja, also ich denke, die Technologie wird sicher, wird noch weiter reifen, die Entwicklung wird noch stärker werden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nur von GAFA und Co. eben nur zum Großteil umgesetzt wird, sondern dass es eben auch noch sinnvolle Umsetzung gibt, jetzt eben auch im Lernbereich. Ne? Ja, leider gibt es im EdTech-Bereich bei uns wenig. Also auf der LearnTech gab es jetzt zum Beispiel ein paar Startups auch Richtung Coaching. Aber das war es eigentlich. Ne? Fände ich natürlich auch spannend, ne? Wenn es da noch mehr Austausch gäbe oder wirklich Gründer. Thomas, wenn jemand jetzt anfangen wollte, was würdest du so als Empfehlung geben, mit welcher Software sollte er sich als erstes beschäftigen, wo es vielleicht die Einstiegshürde am kleinsten ist? Das kommt jetzt vielleicht echt auf das Thema an. Also Chatbot ist vielleicht was anderes wie ein wie so Sprachenlernen oder so. Na, ich denke, wo jeder anfangen kann, natürlich was am einfachsten ist, ist, sich einfach bestehende Chatbots mal anzugucken. Also die meisten sind bis jetzt auf Facebook Messenger. Ich habe mal das Ding da dann doch irgendwann mal installiert, auch wenn ich irgendwie nicht so freut bin. Aber ist einfach interessant, das mal auszuprobieren. Ich habe hier ein paar genannt. Also ich weiß, dass TensorFlow hat eine große Community von Google. Gibt es auch MOOCs dazu sogar, also jetzt von uns, aber auch von Google selbst. Könnt ihr vielleicht, also unter den Links hier oder unter den Namen vielleicht nochmal nachschauen. Das sind jetzt verschiedene Plattformen. Na, jetzt zum Beispiel auch das erste, gibt es eins von Microsoft, also auch hier vielleicht nach Interesse oder welchem Ökosystem ihr unterwegs seid. Okay, Thomas, ganz herzlichen Dank für die fundierte Einführung. Ich fand das hochspannend und es macht Lust, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Mir ist auch klar geworden, so diese Idee des Lernpartners Computer, der mich in- und auswendig kennt und mich begleitet, die braucht noch ein bisschen Zeit, aber es hat sich schon unheimlich viel getan und ich denke, das war für uns alle jetzt eine sehr erhellende Einführung. Ganz herzlichen Dank und da wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende und gute Zeit. Euch auch, ja, macht's gut, danke, ja, ciao. Vielen Dank. Tschüss.